In diesem Video geht es um das analytische Modell in Revit 2023 mit Sophistic. Ja, mit der Revit-Version 2023 hat sich Autodesk für eine enorme und weitreichende Änderung entschieden. Physikalische Bauteile haben nun nicht mehr automatisch ein analytisches Element. Alle Anpassungsmöglichkeiten, die wir im ersten Teil der Videoserie vorgenommen haben, sind damit ab der Version Revit 2023 einfach nicht mehr gegeben. Wir sind hier in Revit 2023 und ich habe das gleiche Modell aus unserer Serie auch hier nochmal modelliert. Auf Berechnungsmodell sehen wir aber, da ist nichts, es gibt kein Berechnungsmodell. Jetzt haben Sie natürlich die Möglichkeit, über Berechnung hier jetzt eigenständig für jedes einzelne Bauteil, für jede Stütze, für jede Decke das analytische Element aufzubauen. Das ist aber enorm aufwendig und wenn Sie Sophistic haben, zum Glück auch gar nicht erforderlich. Sophistic bietet nämlich den Sophistic AMG, den Analytical Model Generator an, der Ihnen diese Arbeit abnimmt. Als erstes gehe ich hier mal auf die Einstellungen und dort gibt es die Möglichkeit, verschiedene Konfigurationen, wie der AMG arbeiten soll, zu hinterlegen. Wir nehmen zunächst mal die Default-Einstellung und wir editieren sie. Und hier sehen wir zwei Kartenreiter. Der AMG durchläuft zwei Schritte. In einer ersten Version vom AMG waren es noch drei Schritte. Da es im zweiten Schritt aber ohnehin keine Eingriffsmöglichkeiten für den Anwender gab, wird jetzt nur noch von zwei Schritten gesprochen. Im ersten Schritt werden die Elemente gefiltert. Dieser regelbasierte Filter identifiziert Elemente, die für das analytische System nicht berücksichtigt werden sollen. Das sind zum Beispiel ja, kurze Wände, Stützen mit sehr niedriger Höhe oder dünne Wände. Das können Sie hier eingeben. Bei diesen Einstellungen werden beispielsweise Decken, nein, Wände mit einer Dicke von 13 cm oder weniger nicht berücksichtigt und in Orange später dargestellt. Sie haben dann aber immer noch die Möglichkeit, diese Elemente später doch noch für das analytische System hinzuzunehmen. Außerdem werden in diesem ersten Schritt Revit-Bauteile herausgefiltert, die ohnehin keine Relevanz für die statische Berechnung haben. Das sind zum Beispiel Fundamente. Fundamente hatten auch schon in Vorgängerversionen wie Revit 2022 kein analytisches System. Die Auflagebedingungen musste der Anwender immer schon ja, selber separat festlegen. Probieren wir das mal aus. Also hier steht Wände unter oder ab 13 cm und kleiner werden nicht berücksichtigt. Ich mache hier mal Cancel und diese Wand hier oben ist eine 20er Wand, würde also berücksichtigt werden und die stelle ich jetzt mal auf 11,5 Mauerwerk ein. Meine Erwartung ist also, dass sie herausgefiltert wird. Wenn man hier auf Show klickt, das hatte ich im Vorfeld schon getan, dann taucht der Sophistic Analytical Model Generator hier auf. Wir sehen die eingestellte Konfiguration und brauchen nur auf Start zu drücken. Und nun passiert diese Filterung und das Ergebnis sehen wir sofort. Solche Bauteile, die eben herausgefiltert wurden, werden orange dargestellt. Zum einen, wie angekündigt, die Fundamente und ja, auch genau unsere Wand hat er identifiziert. Nun haben Sie aber die Möglichkeit zu sagen, ich möchte das ein oder andere
außerdem auch rausfiltern oder eben auch doch hinzunehmen. Ja, wir können also jetzt hier sagen, diese Wand, ja, war irgendwie ein Fehler, soll doch 20 cm sein. Habe ich geändert. Sie ist immer noch orange. Kann jetzt sagen, Add to Schedule. Wir wollen also sie wieder hinzunehmen. Also müssen wir sie auswählen und auf Fertig klicken, auf Fertigstellen klicken. Und ja, jetzt sehen wir, sie ist auch nicht mehr orange. Ja, so haben wir also die Möglichkeit, ja, herausgefilterte Elemente dann doch wieder hinzuzufügen, falls das nicht richtig war. Ich breche das an der Stelle wieder ab, sage erstmal Stopp und will wieder zurück in die Einstellung gehen, um dort weitere Dinge zu erklären. Und zwar kommen wir also zum zweiten Schritt, das ist der zweite Kartenreiter, die Erstellung des analytischen Modells. Hier wird nun für jedes physikalische Element, das nicht abgewählt wurde, ein analytisches Element erzeugt. Alle, sagen wir mal, relevanten Informationen wie Material, Querschnitt und so weiter werden von dem physikalischen Element auf das analytische Element übertragen. Für die Erstellung des analytischen Modells gibt es auch wieder Regeln, die Sie hier festlegen können. Zunächst können Sie hier unten in dem Teil die Grenzen setzen, die nicht überschritten werden dürfen. Diese Grenzen hier haben absolut erste Priorität. Sie können beispielsweise festlegen für Stützen, wie weit die Stützenachse aus dem Zentrum der Stütze verschoben werden darf. Oder hier, wie weit die Unterzugsachse, wenn man von oben drauf schaut, seitlich verschoben werden darf. Genauso ja, hier für die Länge der Unterzugsachse, dann die Wandachse seitlich in Längsrichtung sowie für Deckenkanten. Um das besser zu verstehen, klicken wir hier mal auf Help. Dann öffnet sich hier die Sophistic-Dokumentation. Und an dieser Stelle hier sehen Sie Adjustment Limits, ist das also nochmal genau erklärt, was damit gemeint ist. Das sind also die absoluten Prioritäten, die nicht überschritten werden dürfen. Dann haben wir hier im oberen Bereich die ja, Elementprioritäten. Und das ist auch hier sehr gut erklärt, hier an der Stelle. Die Software minimiert also die Abweichung des analytischen Elements von ihrer optimalen Position. Und je höher die Priorität, umso niedriger die Abweichung. Schauen wir mal hier drauf. Hoppla. Hier haben wir jetzt also überall den Wert 10. Was passiert nun, wenn wir diese Werte ändern? Zurück in die Dokumentation. Hier ist ein Beispiel erklärt. Eine höhere Priorität für Stützen hält die Stützenachse des analytischen Elements im Zentrum der physikalischen Stütze, während eine höhere Priorität für Balken die Balkenachse des analytischen Elements in der Achse des physikalischen Balkens hält. Hier sehen wir zwei Situationen nebeneinander dargestellt. Wir schauen von oben auf einen Unterzug oder einen Balken, der an eine Stütze anschließt. Links und rechts die physikalisch gleiche Situation, die ja auch natürlich nicht verändert wird. Aber das analytische System können wir beeinflussen. Auf der linken Seite, also hier, haben wir eine höhere Priorität für Balken eingestellt und eine niedrige Priorität für Stützen. Also hier beispielsweise 10 Beam und Column 1. Und wir sehen, dementsprechend bleibt die Achse hier im
Zentrum oder in der Achse des physikalischen Balkens, während die Stütze hier die Achse rüberwandert. Im Vergleich dazu genau andersrum, auf der rechten Seite Stützen mit der Priorität 10 und seitlicher Achse der Balken auf 1 eingestellt. Dann, das sehen wir hier sehr gut, bleibt die Achse des analytischen Systems im Zentrum der physikalischen Stütze, während die Balkenachse seitlich herausgezogen wird. Der AMG normiert alle Werte, das ist hier dargestellt. Also man kann nicht einen Wert einzeln betrachten. Hier auch mal ein Beispiel, also Stützen auf 20 eingestellt, alles andere auf 1. Dann kann man das aufsummieren, kommt auf 25 und der normierte Wert ist dann entsprechend 20 25, also 0,8 für die Stütze und 1/25, also 0,04 jeweils für die anderen Werte. Das hier ist, glaube ich, nicht richtig. Hier müsste stehen Summe gleich 1, 0,8 und 5 mal 0,04 müsste 1 ergeben. Das ist wahrscheinlich ein Schreibfehler. Also so ist das zu verstehen. Gehen wir hier mal wieder zurück in unsere Eingabe und können nun also mal einen Start wagen. Ich bestätige oder ich breche das ab mit Cancel, es ist ja alles unverändert. Und wir sind also auf dem physikalischen Modell, machen wieder den ersten Schritt, den wir eben schon mal gemacht haben mit der Filterung. Es werden hier also die Fundamente jetzt in Orange dargestellt und gehe jetzt einfach, nachdem ich einverstanden bin, auf den nächsten Schritt. Das ist also der zweite Schritt, wo das analytische Modell erzeugt wird. Und es wird so erzeugt, dass auch alle Linien mit den Flächen zusammenpassen. Es wird also auch noch optimiert. Nun sage ich Finish und diesen View können wir uns abspeichern, wenn wir wollen. Ja, mache ich. Und das heißt dann, ich würde sagen, Berechnungsmodell. Ja, von mir aus adjusted. Okay. Jetzt wird ein View abgespeichert, den ich aber gerne nicht bei 11 Architecture, sondern bei Berechnungsmodell einsortieren möchte an der Stelle. Das ist also unser Berechnungsmodell, was wir nun erzeugt bekommen haben. Ich gehe mal auf VV und will das Modell komplett ausschalten, also das physikalische Modell ausschalten. Und ja, damit sehen wir hier unser System. Wir können nun ganz normal fortfahren, wie gehabt, wie wir das in den anderen Videos auch gemacht haben. Um das jetzt einmal rechnen zu lassen, brauchen wir natürlich ein paar Auflagebedingungen. Die will ich hier mal setzen. Also, das hatte ich im anderen Video genau so eingestellt. Eine elastische Bettung in Z-Richtung, einen Federwert. Irgendetwas jetzt und diese beiden Flächen will ich betten und dann brauche ich noch Punktlagerung bei den Stützen, nehme ich eine gelenkige Lagerung an. Das ist einmal hier, dort und hier. Dort hinten haben wir noch eine Stütze und jetzt noch die Linienlager unter den Wänden. Mache ich auch gelenkig. Hier herum. Dort entlang.
und hier. Als Lastfall nehmen wir jetzt einfach nur Eigengewicht. Wir gehen sofort auf Sophistic Analysis, finden dort die Projekteinstellungen, haben eine Norm ausgewählt. Das Material ist dort, was wir verwenden. Querschnitte steht hier noch nicht, weil wir es noch nicht haben rechnen lassen. Also gehen wir einmal auf die Systemprüfung und lassen uns das Ganze mal überprüfen. Keine Fehler gefunden, das ist schön. Schauen wir jetzt mal in die Materialien rein. Hier sieht man jetzt, ist zusammengefasst der Beton mit der entsprechenden Bewehrung. Das ist richtig. Die Querschnitte sind korrekt zugeordnet. Das ist alles unverändert, wie wir es vorher schon gemacht hatten. Hier sehen wir jetzt Balken noch eingestellt, also kein Plattenbalken. Aber auch das könnten wir wieder machen. Ich mache es jetzt hier einmal beispielhaft an diesem Unterzug, also hier mit wirkender Breite von zum Beispiel 1,20 Meter einstellen. Ja, kann man für die anderen genauso machen. Und dann gehen wir hier auf Start. Wollen die Lasten aufbringen, wir haben ja nur Eigengewicht, wollen das auch berechnen. Den Rest lasse ich jetzt auch erstmal eingestellt und will sehen, ob wir wieder zu einem vernünftigen Modell kommen. Schließen, auf den SSD klicken, zweiter Bildschirm, Template auswählen und da haben wir unser System mit der Verformung im Eigengewichtslastfall. Ja, an der Stelle sind wir also wieder auf dem Stand. Und Sie können nun alle weiteren Schritte wieder vornehmen. Ich blende das mal hier ein, wie auf meinem Tutorial gezeigt. BIM mit Sophistic.de, BIM Workflow, Revit-Modell bis zur Statik. Hier hatte ich ja die ganzen einzelnen Teile erklärt. Der erste Teil, wie gesagt, ist jetzt obsolet, aber alle anderen Dinge können Sie wieder nachvollziehen. Ja, das soll es gewesen sein. Ich denke, ein wirklich elementarer Schritt, den Autodesk hier gegangen ist. Sophistic mit dem AMG ist eine, wie ich finde, wirklich fantastische Lösung, die Sie sofort in die Lage versetzt, das analytische Modell zu erzeugen und in die statische Berechnung dann einzusteigen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und sage bis zum nächsten Mal.